In weniger als 24 Stunden gab es 6-mal einen Schusswaffeneinsatz, nicht nur durch die Polizei, auch durch zivile Personen. Wir sind im besten Berlin aller Zeiten. Wir sind zwischen dem 31.07. und dem 1.08. unterwegs, brandaktuell. Es gibt jetzt nur noch Schießereien in dieser Stadt. Völliger Wahnsinn. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wir befinden uns hier auch hinter einer schusssicheren Scheibe. Nein, Spaß, ist eine normale Fensterscheibe, aber ist ein Innenhof. Hier kommt keiner. Wir wissen gar nicht, wo wir hier anfangen sollen. Es gibt hier nur noch verletzte, angeschossene Leute, die in Berlin einfach auf offener Straße blutend gefunden werden. Es ist hier wirklich phänomenal. Wir fangen mal an. 31.07.2024, Metzerstraße, 18.30 Uhr. Nach verbalen Streitigkeiten zwischen einem 40-jährigen Mann auf dem Balkon, der auf dem Balkon seiner Wohnung stand, und drei Personen, die sich auch auf dem Gehweg vor diesem Mehrfamilienhaus befanden, kam es im Verlauf der Auseinandersetzung zu folgender Situation. Ein Mann aus der Gruppe, wohlgemerkt ein Ghanaer, also ein Schwarzafrikaner, zog eine scharfe Schusswaffe und gab mehrere Schüsse in Richtung des Balkons ab. Der 40-Jährige flüchtete in seine Wohnung durch die Tür und blieb unverletzt. Die Personengruppe natürlich vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung verschwunden. Derzeit laufen weiterhin die Ermittlungen. Es gibt einen einzigen Namen eines 28-jährigen Tatverdächtigen. Ansonsten tappen sie hier im Dunkeln. Machen wir direkt weiter. 1.8. in der Nacht, also kurz danach, wurden zwei Männer durch Schüsse verletzt. Ein 27-Jähriger erschien kurz vor Mitternacht zur Behandlung einer Schussverletzung am Bein in der Rettungsstelle des Krankenhauses Berlin-Westend. Alarmierte Polizeikräfte stellten mehrere Einschusslöcher an seinem PKW fest, mit dem er zum Krankenhaus gefahren war. Das ist Berlin, Leute. Das ist Berlin. Aber wie das so soll, wenig später rief ein 34-Jähriger die Polizeikräfte zum Saatwinkler Damm. Dort lag er im Straßengraben. Auch er wies hier Schussverletzungen an seinem Bein auf und wurde von einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Ob die Taten zusammenhängen, ist bisher völlig unklar. Dann gab es hier eine, wie sagen Sie, Polizeieinsatz wegen verhaltensauffälliger Person. So, verhaltensauffällige Person. Eine Frau mit einem 20 cm Küchenmesser stand am U-Bahnhof Mierendorfplatz am Donnerstag, den 1.8. gegen 15.15 Uhr mit einem Messer fuchtelnd darum. Die Polizei hat natürlich die Frau niedergeschossen, weil sie in Richtung der Polizeibeamten mit dem Messer gelaufen ist. Sie ist nicht lebensgefährlich verletzt und erholt sich. Also eine Schießerei nach der anderen. U-Bahnhof Mierendorfplatz, Berlin-Charlottenburg. Wir machen weiter in Berlin-Charlottenburg. Gestern Abend 18.30 Uhr die Kreuzung Schlüterstraße, Mommsenstraße. Währenddem im Außenbereich Dutzende Gäste saßen, fielen zwei Schüsse und einer, der dort saß, sank vorwärts mit dem Kopf in sein Essen. Es wird hier ein Bezug zum Clan-Milieu vermutet. Und ich mir immer nur denke, Leute, ihr werdet in letzter Zeit ein bisschen oft beschossen oder seid Teil von Schusswaffeneinsätzen in Berlin. Es ist langsam ja ein bisschen gefährlich, wenn man das so möchte. Zu diesem Vorfall in diesem Restaurant gestern in Charlottenburg gibt es hier noch weitere neue Erkenntnisse. Und zwar sollen gestern Abend mitten in der Nacht noch ein Spezialeinsatzkommando eine Wohnung in der Pohlstraße in Berlin-Tiergarten gestürmt haben. Es soll sich bei dem durchsuchten Objekt um Wohnungen von Clan-Mitgliedern handeln. Zu möglichen Festnahmen wurde bisher hier noch keine Aussage getroffen. Und weil das Ganze noch nicht genug war, haben wir noch Schüsse am Bahnhof in Lichtenberg gehabt. Aber die Polizei hat die Waffe sichergestellt. Es handelt sich um eine Soft-Air-Waffe. Das Gleiche an U-Bahnhof Turmstraße, Otto Park in der Kaiserin-Augusta-Allee. Gestern ein Kind hatte eine Schussverletzung im Bein, aber ebenfalls nur eine Soft-Air-Waffe, die allerdings mit Metallkugeln geladen war. Die Polizei ist aber mit Maschinenpistolen ausgerückt. Ihr seht, in Berlin, wer keine Waffe hat oder kein Messer hat, ist inzwischen im strategischen Nachteil. Es wird mal langsam Zeit, dass man sich hier schusssichere Westen zulegt für die Bevölkerung. Man weiß ja nie, was so kommt. Wenn man dann im Restaurant sitzt, dann zieht man besser mal eine schusssichere Weste an. Ihr seht, ich mache hier noch kleine Witze, aber die Einschläge, sie kommen hier täglich näher. Sie kommen wirklich täglich näher. Und es wird nicht besser in dieser Stadt. Es wird absolut nicht besser. Die Polizei, sie können nichts. Tut mir leid, sie können nichts.
Also, wie man, ah, nee, wenn ich mir das dann angucke und dann, ah, und hier und da, die haben ja viel Geduld in Berlin, aber durchgreifen, nee, Leute, nee, das hat nichts mit Durchgreifen in Berlin zu tun. Hier kann jeder machen, was er möchte, er kann jedem auf der Nase rumtanzen, ja, ihr habt es gesehen, wir können alles zerstören und demolieren in dieser Stadt. Die Richter an den Gerichten feiern das noch und geben zum Beispiel diesen Klimaklebern hier Lappalien an Strafen, und zwar solche Witzstrafen, dass selbst die Staatsanwaltschaften sich genötigt fühlen, hier reihenweise in Revision zu gehen. Das Beschmieren der Weltzeituhr am Alexanderplatz, 1.800 € Strafe, that's it. Für eine, die schon dutzendfach vorgestraft ist und auch weiter ankündigt, weiter Straftaten zu begehen. So jemand gehört ins Gefängnis gesteckt, und zwar zur maximalen Höchststrafe. Und zwar auch für Erzwingungshaft, für die ganzen Kosten, die sie verursacht hat. Der Rechtsstaat darf sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen, aber sie lassen sich auf der Nase rumtanzen. Die ganze Zeit lassen sie sich auf der Nase rumtanzen. Ob das von Ali ist, ob das von Mohammed ist, ob das von... Oh, nee, Leute, nee, ja? Könnt ihr mal gucken, wer da alles im Gefängnis sitzt? Ihr könnt ja auch mal gucken, wie die Leute hier verurteilt werden. Und das ist kein Spaß, Leute, das wisst ihr, ja? Da gibt es schon länger hier Lebende, die werden dann verurteilt für Lappalien, dann auf einmal zu 12 Monaten, 14, 18, 19 Monaten Bewährung. Wenn ich mir allein überlege, was die Leute hier gekriegt haben für Impfpassfälschung, ja, ist Urkundenfälschung, ist eine Straftat, okay. Aber trotzdem kann man doch da also von der Bewährung und der Haftstrafe absehen, weil der Rechtsmittelkasten gibt ja noch mehr her. Nein, da geben sie richtig, richtig brutale Strafen, haut drauf. Und wenn dann wieder Leute, die noch nicht so lange hier leben, kommen und dann. In Regensburg, der diese eine Frau vergewaltigt hat, der nie ins Gefängnis kam, er hat einfach Sozialstunden bekommen und der Richter sagt, er hat eine gute Sozialprognose. Da, so oft kann ich mir gar nicht gegen den Kopf schlagen, wie ich da draußen irgendwelchen Richtern mal meine Meinung gerne sagen würde. Aber da kann man nur sagen, Karma ist, ihr werdet alle davon noch sehen, was ihr davon habt. Spätestens, wenn die Leute auf die Straße gehen und ihnen es hier oben steht, wie es ihnen in England steht, dann ist den Leuten auch egal, ob das ein Richter ist, ein Staatsanwalt ist, solange er vom Staat bezahlt wird, wird er dann automatisch zum Feindbild. Und dieses Feindbild, das kreiert der Staat selbst. Der Staat, weil er schwach ist, kreiert sich seine Feinde selbst. Das ist ja das Schlimme daran. Der Staat könnte anders, wenn er wollte. Wir sehen das. Tiergartenmörder können wir einfach eintauschen, den können wir freilassen, kein Problem, ja. Und bei allem anderen, da machen sie einen Riesenfass auf, wo ich sage, ihr habt den schmalen Latten am Zaun, ihr seid geistesgestört, ja? Wenn sie die ganzen Messerstecher einfach wieder freilassen. Manche Leute 70 Mal einkassiert von der Polizei. Ja, Haftgründe liegen nicht vor. Das ist völlig egal, ob ihr Haftgründe seht. Gefahr für die öffentliche Sicherheit, ab ins Loch gesperrt, Leute. Also, oh, da kriege ich, also. Ihr merkt es, da kriege ich Gift und Galle, Blutdruck, dem geht's wunderbar. War schon zwei Kaffee heute Morgen. Aber wie können Sie das nur machen? Und Sie finden, also Sie sehen das Problem nicht. Sie sehen absolut das Problem nicht. Ich wäre ja mal dafür, wir holen mal alle aus den Gefängnissen, die nur Ersatzstrafen absitzen für GEZ, für nicht gezahlte Steuern, also diese ganzen finanziellen Delikte, ja? Dass wir die mal alle rausholen, damit wir hier mal 10, 15, 20.000 Haftplätze freimachen. Wir müssen nämlich eigentlich eine JVA räumen, um sie umzubauen. Wir brauchen endlich ein Abschiebehaftzentrum. Kann jeder da draußen denken, was er will. Und wenn ihr meint, ich bin der Obernazi, der rechter ist als die Heimat, nur weil ich sage, die Leute gehören in Abschiebegewahrsam, muss man nochmal sagen, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sagt, ihr könnt Abschiebehaft und Gewahrsam machen. Das ist eine politische Entscheidung. Dem steht gesetzlich nichts im Wege. Wir könnten hier auch mehrere Jahre Menschen in Abschiebehaft stecken, selbst wenn die Abschiebung in ferner Zukunft stattfindet. Ja, die Möglichkeiten der Abschiebehaft existieren natürlich, nur es ist halt der Justiz schon aus Kapazitätsgründen nicht möglich, die vielen ausreisepflichtigen Ausländer alle in Haft zu nehmen. Wobei ja dann auch die Gerichte sagen, dann ist die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt. Wenn eine Abschiebung nicht durchführbar ist, dann erübrigt sich im Prinzip der Begriff der Abschiebehaft. Dann wäre das sozusagen eine Lagerunterbringung, die ja juristisch möglich wäre, die müsste nur politisch gewollt sein. In Ungarn und anderen Ländern, die ja auch zur EU gehören, gibt es ja ähnliche Einrichtungen, wo also streng zentral
die Menschen untergebracht werden. Das ist bei uns politisch nicht gewollt und man darf es halt juristisch nicht Abschiebehaft nennen, wenn man gar nicht abschieben kann. Dann müsste man es zentrale Unterbringung. Soll doch mal einer kommen und sagen, wir wollen das nicht. Ich sage euch eins, wenn Deutschland das tun würde und würde sagen, dass seine Gastfreundschaft hier ein Ende gefunden hat, was meint ihr, wie viele Leute freiwillig ausreisen würden aus diesem Land? So viele Züge und Flugzeuge könnte die Deutsche Bahn gar nicht bereitstellen, damit wir die alle aus dem Lande verweisen. Streicht ihnen das Geld und macht ihnen klar, sie gehen ins Gefängnis, wenn sie straffällig geworden sind. Aber nein, die gehen auch ins Gefängnis, wenn sie hier illegal sind, weil wir wollen sie nicht haben. Nochmal, wer keinen Aufenthaltsstatus hat, hat keine Bleibeberechtigung. Das ist geltende Rechtslage. Alle, die das anders da sehen, die wollen immer nur diesen Rechtsstaat schleifen und die ignorieren diesen Rechtsstaat. Und da muss man mal sagen, Leute, das geht nicht. Das geht nicht. Ihr müsst die Leute rausschmeißen und der Witz ist, dafür habt ihr Rückendeckung von der ganzen Einwanderergeneration, die ganzen Türken, die gekommen sind damals. Die sind dafür, dass ihr sie achtkantig wieder nach Damaskus schmeißt oder nach Islamabad oder nach Kabul. Schmeißt die Leute raus aus Deutschland. Macht es wie die Dänen, macht es wie die Niederländer. Wir sind das Volk, wir sind der Souverän und wenn die Politik nicht reagiert, dann hier in Berlin bald das erleben, was die DDR erlebt hat, wenn Millionen von Menschen da auf der Straße stehen auf dem 17. Juni. Dann werden sie sich zurückziehen müssen. Ja, die Regierung kann sich viel erlauben. Wenn ihnen das Geld ausgeht, ist Schluss und wenn ihnen das Volk abhanden kommt. Das sind die zwei einzigen Dinge, wie man eine Regierung stürzen kann. Alles andere ist, man muss warten, bis gewählt wird. Aber Leute, in England sehen wir, was möglich ist. Ja, es mussten Kinder dafür sterben. Das ist unfassbar traurig. Aber wir sehen, was für eine Mobilisierung durch die Bevölkerung gehen kann. Ja, und das ist wirklich phänomenal. Wenn die Briten hier, obwohl sie eine Migrantenregierung gewählt haben, die am ersten Tag ihrer Amtszeit ein neues Boot über den Ärmelkanal geholt hat. Leute. Sie wählen alle ihren Metzger selbst. Und wir sind jetzt an den Punkt gekommen, wo wir dann nur noch mit Gewalt regieren. Nicht, dass ich das gut finde, aber die Politik hat sich das selbst zuzuschreiben, jahrelang jeden reinlassen, wohlwissend jeden hier reingelassen, dass wir Terroristen ins Land gelassen haben, Schläfer, IS-Schläfer, ausländische Spione, Mörder, Vergewaltiger, all das. Und sie sagen, nein, also wenn du was gegen Ausländer sagst, dann bist du ein Rassist. Da muss ich nur mal sagen, ihr könnt mich Rassist nennen, ihr könnt das sein lassen. Ich bin an der Erhaltung meines Lebens und dem meiner Familie interessiert. Mein Leben und das meiner Familie steht weit über dem von allen anderen. Wer das mir als Rassismus auslegt, ja, dann bin ich ein Rassist. Dann bin ich einer. Aber ich bin mir selbst der Nächste mit meiner Familie und dann kommt lange nichts. Dann kommt wirklich lange nichts. Und dann kommt meine Mama und so weiter. Ihr kennt das, aber die Leute, die immer sagen, ja, wir müssen helfen aus Nächstenliebe, ja, frage ich immer, und wie viele wohnen bei dir zu Hause? Meistens null oder wenn dann nur Ukrainer? Ukrainer aus dem gleichen Kulturkreis wollten sie dann alle aufnehmen, um zu sagen, guck mal hier, guck mal, ich habe einen Ukrainer aufgenommen, bin kein Nazi, bin kein Rechter. Ja, und die ganzen Moslems, die will keiner haben. Warum nur? Warum nur will die Leute aus Gaza niemand haben? Selbst ihre Brüder und Schwestern im Geiste, die Ägypter und die Saudi aus Saudi-Arabien, sie wollen keine Menschen aus Gaza, ja. Wir sollen sie aufnehmen. Leute, so viel Schwachsinn hier wieder in der Politik. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere auch X und Telegram, dann verpasst du keines meiner Videos. Dran denken, es gibt morgen Abend ein Special auf diesem Kanal. Es wird euch bestimmt gefallen. Damit sage ich ciao, bis bald.